was. Das ist ein Backofen noch heute. Eventuell.
Können wir erstmal Müll sammeln wieder. Ganzen Müll aufsammeln, ne? Was ist das denn? Deine. Jetzt ja. Jetzt meine. Ja. Von mir sind nicht. Neue Teile gefunden. Überall hier. Teil. Das ist neue Teile. Das ist gut. Ja. Eigentlich gut. Guck mal. Alles? Das ist neu. Das Moin, ne? Jetzt haben wir ja Bier sehr anfangen. Ja, na, jetzt ist doch furchtbar. Naja. Wird Zeit, dass sie dieses Pfandsystem einführen. Die Kaffeebecher, ja, die Kaffeebecher sind aber das wenigste, was ich wegräume hier. Ja, ja. Aber also, was du gesagt hast, 400.000
Naja, können Sie ja einführen, ob das 5 Cent teurer wird oder nicht. Also. Ja, ist auch egal. Früher war ja mal eine Zeit lang, und so gibt es ja heute auch wieder die Kaffeebecher, die hatte ich ja, habe ich ja auch aus Hause, ich hatte auf Arbeit mit denen, weißt du? Dann hast du deinen eigenen Kaffeebecher mal. Ja, aber das wollen die nicht befüllen. Ja, dann musst du zwingen, die Leute. Die wollen das nicht befüllen. Ich habe auch meinen eigenen Kaffeebecher. Ja. Und wenn ich damit aber ankomme, ja, dann sagen sie, nee. Machst du auch nicht, nee? Ich hab's doch nicht ausprobiert. Ne? Die setzt ja mit der normalen Tasse da. Ja, nee, na, das ist ja in Ordnung, aber. Ja, ja. Aber wollen sie nicht befüllen, tatsächlich. Weil könnte ja mehreren passen, oder? Ja, 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 klar. Ja, da soll der 50 Cent mehr nehmen, das ist ja nicht so schwer. Ist mir ist das scheiße, ja. Ja, ne, ich mag diese Pappbecher auch nicht, aber. Ja, nee. Naja, vor allem, wenn wir uns mit der Umwelt und so, wenn dann wird da mal schlimmer, wenn wir mit der ganze Plastik-Scheiße da drin. Na, ich hab jetzt meinen. Ich glaube sowieso, wir haben unsere eigene Kaffeemaschine, wir werden ja nicht mehr Kaffee holen. Das ist ja Wahnsinn gewesen, wenn wir mal 3 Kaffee am Tag. Ja, klar. Also ich habe bestimmt 5 Kaffee dort geholt am Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Naja. Weil für mich 3 und dann immer noch mal eben hier und da spendiert, wa? Ja, ist schon klar. Und dann, ja, dann naja, stehst du da. Überleg mal, was das an Geld ist. Ja, natürlich. Du darfst ja auch nicht durchrechnen. Ja, nee. Der Fahrer verdient halt nur die Windspanne von 200-300%. Kaffee. Wenn er so eine Tasse abfüllt, die kostet 10, 20 Cent, weiß ich nicht genau, müsste man ausrechnen. Kaffee verdient man richtig gut. Da verdient es am meisten. Deswegen, überleg mal, sogar mehr, teilweise 500%. So, wie du schon sagst, da kurz ja 5 Köcher, 1 Euro, sagen wir, sind 5 Euro. Und im Angebot naja, ist den Kaffee für 3,99 gefunden. Naja, und das Schlimme ist, ich hole ja Milchkaffee, der kostet 2 Euro. Ah ja, der kostet 2,20. Nee, 2,10, ne? 2,10. Ja, irgendwie 2 Euro. Ja, 2,10, ja, schon. Ja. Ah? Oh. Ja, was schaffe ich? Was hier? Ja, stellt euch mal auf. Ich sag euch, wo sie alle kommen. Die auf dem Bürgerfeld. Haben sie ihn kontrolliert? Müssen sie jetzt eben. Müssen jetzt die Ausweisdaten feststellen? Ja, das kann doch gut sein. Ei, ist das schlimm. Naja. Ich sag mal weiter, wird bestimmt noch voll. Ja. Bis später. Hundekotz? Wie ist das widerlich? Nein. Thank you.